Und da sollen wir da als nächstes lang, ja? Gut. Dazu würde ich jetzt auf zuerst einmal problemlose Dolche. Konzentrationsregeneration, aha. Okay. Dann hier diese leichten Handschuhe, die ziehen wir auf jeden Fall an, glaube ich. Die sind besser. So ein bisschen besser. Gut. Hast du hier noch irgendwie was? Leider nicht. Aber wir haben Attribute, die wir verteilen können. Wir geben mal ein bisschen was hier in Lebenspunkte. Man weiß ja nie. Weil zuhauen tut er im Moment schon relativ ordentlich. Änderung übernehmen. Du hier. Eigentlich würde ich dir auch gerne Lebenspunkte geben. Mache ich auch. So. Änderung übernehmen. Dann. Mach mal. Das hier verbessern. Dann kann ich so noch auswählen, worauf ich gehe. Angriff hat eine 20% Chance von, oder jeder kritische Treffer erhöht die Konzentration. Verwundbarkeit. Fliegende Dolche. Nehmen wir mal. Schauen wir, dann 20% erhöht. Ja, nehmen wir. So. Dann du hier. Den mächtigen Hieb sehr gerne. Schauen, 50% erhöhen. Kann nicht unterbrochen werden. Ist beides eigentlich gar nicht verkehrt. Aber wir nehmen 50% mehr Schaden. Das ist eine Menge. So. Was gelingt denn noch bei ihm? Die Chance, dass das Ziel den Angriff pariert oder im Ausweich verringert sich um 50%. Das klingt sehr gut. Der Schaden dieses Betäubungsschlags ist mir ein bisschen weniger wichtig. Mir ist wichtig, dass er halt überhaupt betäubt. Gut. Genau. Lass uns zu Sarkis gehen. Oder willst du dieses Loch komplett säubern? Hey, es ist nicht mein Fehler, dass unsere Bilder überall rumhängen. Alarm! Shit. Warte mal. Oh shit, das sind ein paar viele. So, dann du hier. Ach, wird schon. Hau mal irgendwie zu. Betonung auf irgendwie. Das klappt ja so im Moment auch relativ ganz gut. Einfach draufhauen, bis tot ist sozusagen. Auch wenn ich bei ihm hier eigentlich gerne hätte, dass er im Fernkampf agiert. Und dann eher sein Messerchen wirft oder so. Weißt du, sowas hier? Das ist mir bei ihm tatsächlich ein bisschen lieber. Ja. So wird so langsam echt ein Schuh draus aus dem ganzen Spiel hier. So, haben wir hier irgendwo vielleicht noch eine Kiste? Man weiß ja nie. Aber sieht ja nicht danach aus. Dix steht mir gerade ein bisschen im Weg. Oh shit. Wo kommen die lang? Das ist nicht gut. Okay. Einfach weitergehen. Die Patrouille war gar nicht da. Die war einfach gar nicht da. Hab ich gehört. Ob stimmt, ist so eine andere Geschichte, aber habe ich gehört.
So, hier muss ich zum Glück auch gar nicht hin. Patrouille kommt auch nicht zurück. Das sieht doof aus. Gut, dass sie den großen grünhäutigen Ork hier nicht gesehen haben. So, dann schleichen wir uns wieder von hinten an. Vernichten ihn. Naja. Ist ja gut. So. Dann. Mach mal. Sind jetzt zum Glück nur ganz kleine Banditen hier. Sollten wir eigentlich hinkriegen. Ah, halt, stopp. Halt, stopp. Da. Da ist so ein Lanzenträger der Maliz. Hau mal drauf. So. Du hier machst. Bitte. Ja. Mach mal sowas. Ob das jetzt auch gut funktioniert, ist so eine andere Geschichte. Alter, wie die einfach auf den Kleinen hier eindischen, ne? Das ist nicht gut. Das ist alles andere als gut. So. Jetzt drauf da. Irgendwie. Ich kann leider auch nicht den anderen wiederbeleben. Hoffen wir, dass es alles so hinhaut, wie ich mir das vorstelle. Au, au. Oh. Er tut ja auch so, als wäre er Bane. So. Jetzt ihn hier. Komm. Wo, was machst du denn? Achso. Er muss sich einmal wieder abreagieren. Okay. So. Okay. Einmal wiederbeleben. Das wäre voll toll. Aber macht er jetzt nicht. Achso, weil er von selbst wiederbelebt wird. Okay. Dann habe ich nichts gesagt. Was haben wir denn da für einen tollen Beutel? Stiefel der Scarlets. Meinetwegen. Komme ich da denn nicht irgendwie um die Tische herum? Nein. Guck, guck. Ich bin dir egal, ja? Okay. Muss man auch mal erkennen, welche denn halt jetzt wirklich schlimm sind, welche nicht. Welche einfach nur Alarm schlagen oder. Da haben wir eine Kiste. Handschuhe mit Champignons. Warum nicht? Ach, hier sind wir wieder. Ach, da, wo die Patrouille vorhin langgelaufen ist. Okay. Gut zu wissen. Na du, Ork? Ja, hier kann ich nicht irgendwie rein oder so, ne? Nee. Dann nicht. Muss ich hier durch? Wo muss ich denn dann hin? Warte mal, wir haben doch eine Karte. Aufgabe. Muss ich doch irgendwie hier durch. Also, nicht vielleicht hier, sondern... Da. Irgendwo hier lang. Ich dachte eigentlich, dass das hier ein Bereich ist, wo wir bereits gewesen sind, aber das ist gar nicht so. Okay. Ich kann ihn entweder führen oder verkaufen, aber ich kann ihn nicht alleine lassen. Ich sollte ihn holen. Ja, ja, ist ja alles gut. Glaube ich. Ach du Scheiße. Ja, es sind ein paar. Wirf mal. Du da, du machst das schon. Hoffe ich. Glaube ich. Ich habe keine Ahnung.
Der Goblin wirft einfach sein Messerchen. Der Ork hält hier einfach ein bisschen was aus, vielleicht. Das ist aber ganz schön anstrengend hier. Bams. Okay. Was? Ist doch gut. Wir haben Tod. Das ist Styx, du Penner. Das ist Styx. Na super. Und wie willst du jetzt den da oben wegkriegen? Richtig, gar nicht. Hast ja toll gemacht. Hast ja toll gemacht. Bist du zufrieden? Mann, 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 Mann. Wiederbeleb ihn mal. Hallo? Sollst du ihn wiederbeleben? Macht er nicht. Ich kann mich auch... Ach so. Ach, weil er wieder im... Oh, ich muss mich immer ausruhen, Menü war. Also, Menü ist zu viel gesagt, ne? Aber... Ihr wisst, was ich meine. So. Noch jemand ohne Fahrschein hier? Anscheinend nicht. Umso besser. So. Hinten haben wir noch mal ein paar Wachen. Holen wir den Ork etwas näher. Sobald ich dann den Alarm schlage, soll er dann halt in der Nähe sein. Leider habe ich nicht sonderlich viele Möglichkeiten, hier irgendwie auszuweichen, irgendwie Leute zu umgehen. So. Nee, warte. Muss mal das hier. Nein. Nein. Soll jetzt hier schon den hier zum Beispiel auswählen. So. Erstmal den mit dem Schild, die nerven. So. Ein bisschen schade um Styx jetzt mal wieder. So betäubt. Und tot. Der nächste bitte. So, und draufhauen. So. Agro-Modus. Agro-Modus. Zum Glück ist Styx schon tot. Sonst würde er noch getötet werden. Okay. So. Und weiter geht's. Irgendwie. Ein bisschen. Was macht der verdammte Rakash? Muss ihn finden, bevor ich weiter kann. Ach, der ist doch hinter dir. Keine Panik. Diese Schweine. Nicht schlimm, all deine Leute so verschwinden zu sehen. Ich bin nicht wie die. Ich bin ein Überlebender. Aber wenn wir uns mit Sarkis treffen wollen, müssen wir uns um diese Halunken kümmern. Sie haben ihr Lager direkt vor seiner Tür. Okay. Gucken wir doch mal, ob wir hier einen zumindest ermeucheln können. Nehme ich denn da? Das ist natürlich auch schon eine Menge, ne? So. Und dann...